Lehrlinge werden zu Lehrenden. Junge und motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Salzburg AG haben sich in den vergangenen Monaten besondere Nachhaltigkeitsprojekte überlegt, die sie jetzt an Schülerinnen und Schüler weitervermitteln. Es geht um drei Dinge. Es geht einerseits darum, dass eben die Lehrlinge selber in die Energie gehen, dass sie selber was entwickeln, einen Prototyp entwickeln, ein Werkstück daraus bauen und das in der Schule umsetzen, also sozusagen ihr Expertenwissen umsetzen können. Es geht darum, dass wir sehen, erneuerbare Energien, Solar- und Windkraft sind ein wertvoller Beitrag und ein funktionales Windkraftwerk kann natürlich das gut abbilden. Und das Dritte ist, es geht um die Schüler, Schülerinnen. Die jungen Menschen sollen da was ausprobieren, sollen selber was machen, löten, sollen da wirklich ein Werkstück bauen, wo sie dann mit einem funktionierenden Windkraftwerk oder einem funktionierenden Solarkraftwerk heimgehen können und sagen, das ist echt eine klasse Sache. In der Mittelschule Eugendorf ist das Projekt NachhaltigkeitsbotschafterInnen ein voller Erfolg. Die Lehrerin der zweiten Klasse hat kurzerhand ihren Platz für 4 Lehrlinge geräumt. Ist mir aufgefallen, dass die Lehrlinge sehr gut vorbereitet sind und mit den Kindern auf Augenhöhe da arbeiten. Ich denke mir, die Jugend, mit der Jugend ist natürlich schon ein Profit, wenn man sieht, dass da ja, junge Leute mit Schülern arbeiten und ihr Wissen weitergeben und einmal die Erfahrung machen dürfen, was kann ich mit 12, 13-Jährigen da tun. Statt dem gewohnten Unterricht steht hier aktives Lernen am Programm. Die Kinder basteln gemeinsam mit den Lehrlingen Werkstücke zum Thema Nachhaltigkeit, wie zum Beispiel eine Strommaschine. Mit Hilfe von Licht und der Solarpanel und Wind mit dem Windrad erzeugt wird. Wir haben ein Kombinationsstück gemacht, wir haben es die grüne Platte genannt, weil sie ausschließlich mit nachhaltiger Energie, also grüner Energie, betrieben wird. Wir haben eine Kombination aus Windenergie und Sonnenenergie. Durch die wird halt abwechselnd eine Lampe betrieben. Wissensvermittlung auf Augenhöhe. Die Lehrlinge machen mit ihren eigenen Ideen auf den bewussten Umgang mit Energie aufmerksam. Man merkt, für die Lehrlinge ist es am Anfang ein bisschen ungewohnt. Und sie merken einfach, sie haben die Verantwortung jetzt da im Klassenzimmer. Natürlich unter Aufsicht von uns. Sie haben die Verantwortung da, damit es auch wirklich was wird. Und da merkt man, wie sie voll schnell reingehen, sich dann auch darum kümmern, dass wenn es vielleicht irgendwo ein bisschen Unruhe gibt, das wieder gut in Ruhe bringen. Und sie sind mit Herzblut dabei. Und natürlich ist es auch schön zu sehen, wie sie die jungen Menschen dabei unterstützen, dass sie ein tolles Produkt machen und das dann auch gut fertig kriegen. Strahlende Kinderaugen und viele lachende Gesichter. Der Nachhaltigkeitsfunke ist definitiv übergesprungen. Wir haben es relativ gut erklärt. Mit dem Beispiel von Ihnen war es auch relativ leicht, das zu machen. Und man hat alles gut wissen können. Also ich habe eigentlich alles gut gefunden. Sie waren auch voll nett. Alle Infos rund um das Schulprojekt finden Sie auf www.salzburg-ag.at.